Er fährt schon Treppenstufen. Man kann ihn sogar noch drehen. Eins, zwei Stockwerke höher. Ach, soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? So, herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal mit Adventure René und wie wir versprochen haben, frohes neues Jahr noch. Wie wir versprochen haben, hatten wir ja gesagt, wir gehen mal auf ein Lost Place und ja, der Tag ist endlich gekommen und wie ihr auch hier seht, haben wir es geschafft und sind bei einer Fabrik, ne? Zeche. Und ja, und jetzt holen wir euch auf jeden Fall einmal mit. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Und schaut natürlich gerne beim Adventure René vorbei. Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, er macht eher das Outdoor. Er holt mich jetzt mal mit. Ja, eigentlich sollte noch ein Video kommen mit einem guten Rutsch. Nur da Filmora, womit ich schneide, ein Update gemacht hat und das jetzt Filmora 12 ist. Auf einmal musste ich das dann wieder auf Filmora 11 updaten. Und dadurch ist mein letztes Video leider verschwunden, deswegen sorry Leute, aber ich hatte ein Video von René und mir geschnitten von 2022, so ein Rückblick, dafür habe ich 6 Stunden gebraucht und ich bin ehrlich, jetzt nochmal 6 Stunden mich hinzusetzen, das neu zu schneiden, habe ich keinen Bock. Sorry dafür, aber es ist leider weg. Ja, aber lassen wir uns nicht demotivieren, schaut euch das jetzt einfach mal hier selber an. Mein erstes Lost Place und dann direkt so geile Scheiße, Alter. Das finde ich halt krass, Alter. Das ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall alles. Alles schon ein bisschen verfallen, aber das ist klar. Aber was ein Riesenarsenal, ne? Ja, mir egal. Sollen wir hier einfach mal reingehen, René? Dass man hier auf jeden Fall aufpassen muss. Wie wir eben hier, ich zeige euch das nochmal. Oben ist auf jeden Fall ein Loch. Das heißt, wenn man nachher hochgehen sollte, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht irgendwie nach unten kracht oder so. Wie gesagt, für mich ist das ja auf jeden Fall neu, aber was ich versprochen habe, wollte ich auch natürlich jetzt endlich mal in 2023 einhalten. Manchmal ist entweder die Zeit nicht da oder manchmal klappt es halt nicht. Aber heute hat es halt definitiv geklappt. Da hat schon die Kamera ein bisschen Probleme. Schon fast zu dunkel. Alter Stromkasten. Da wird auf jeden Fall kein Strom mehr funktionieren. Oh, guck mal hier, so eine ganz alte Leiter noch. Für bis da hoch zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. René geht schon hoch. Schauen, was uns hier oben erwartet. Also wie gesagt, passt immer auf dem Lost Place auf, weil das kann immer alles einsturzgefährdet sein. Weil das steht ja nicht seit gestern hier. Wie ihr hier seht, hier fehlt schon irgendwie eine Schicht vom Boden. Da ist wieder der René. Alter, was für Balken hier. Aber ich denke mal, wenn der Balken hier liegt, dann wird er mich schon aushalten. Ne? Da ist das Loch, was wir eben gesehen haben. Wo ich gesagt habe, lieber mal ein bisschen aufpassen. What the fuck? Ich weiß halt nicht, ob man einfach darüber gehen kann. Ich denke einfach mal, hier am Rand wird schon was sein. Wo da hier über die Eisenbahn schien. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Sicht, wie ich hier rüberkraxel. Weil ich keinen Bock habe abzuschmieren. Ihr seht da schon wieder ein Loch im Boden. Aber ich wollte euch einfach mal den Ausblick zeigen. Auf jeden Fall schon gut runtergekommen. Aber im Endeffekt ist das ja auch kein Wunder. Wie gesagt, immer aufpassen, wo ihr hintretet, das könnte nämlich sonst in die Hose gehen. Mich juckt es aber unbedingt, da hochzugehen.
Schauen wir mal, ob die Treppe noch hält. Sorry für die Windgeräusche. Ja, wie man sieht, schon das Blech locker. Deswegen, und da die Treppen sehen eigentlich nicht mehr so gut aus. Da fehlt auch schon eine Treppenstufe. Aber es wird mich trotzdem brennend interessieren da oben. Ich gehe einfach mal am Rand. Also nicht, dass ich schön Angst habe oder so, aber wie ihr seht, hier fehlt eine Treppenstufe. Und ich denke mal, ihr hört das auch schon mit dem Wind. Neue Meister! Hey, fehlt schon Treppenstufe! Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich hochgehe. Weil das Dach, über das Dach kann man auch nicht gehen. Da fehlt schon die ganze Rinne. Wir wollen ja noch ein paar Lost Places erleben. Deswegen, Jungs, ich gucke nur mal bis hier oben hin. Weil hier fehlt schon wieder die nächste Treppenstufe. Wer weiß, ob das noch überall hält, weil hier ist es schon durchgerostet und total dünn. Und wie ihr seht, schaut mal an die Pappe oder hier, die Dachpappe, die hat auch schon das beste Gesegnete gesehen. Ich würde gerne unbedingt da hoch, allein nur für die Aussicht hier. Auf jeden Fall, Leute, nicht nachmachen. Hier, schaut mal. Der ganze Boden bewegt sich. Ob das so eine gute Idee ist, da hochzugehen, ich weiß es nicht. Hey, das hält nur noch so am seidenen Faden, gell? Was willst du denn sagen? Was willst du denn sagen? Oh, André, das erste Mal auf ein Lost Place. Oh, André ist nicht mehr da. Aber wie ihr hier schon seht, ey, das ist ganz schön klapperig und da ist alles durchgerostet. Aber ich würde gerne mal da hinten hingehen. Das ist halt jetzt die Frage, bin ich da hoch, komm ich nicht da hoch. Alter, was eine Aussicht. Zieht euch das rein. Und dort unten ist der René. Und hier auch totaler Lochfraß. Gut, ich sag mal jetzt, hier ist halt noch das Dach drunter. Aber wie ihr seht, geht es ja ganz schön runter. Ganz mulmiges Gefühl. Nicht wegen Höhe oder so, sondern einfach, weil alles so zerrostet ist. Hier, schaut es euch mal genau an. Und eine Treppe oder so, die auf einmal bricht, oder du hältst dich am Geländer fest und das Geländer bricht. Mal hier, wer weiß, wie viele Schichten an Metall da überhaupt noch sind. Deswegen immer am Rand gehen, sagt man. Könnte manchmal gut sein, könnte manchmal schlecht sein. Schaut euch das einfach mal an. Wahnsinn. Jetzt sind wir ungefähr auf die Höhe von da hinten. Da diesem, ja, was wird das sein? Ich weiß nicht, ob die da damals irgendwie Sachen mit hoch oder runter transportiert haben. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt genau ist. Aber auf jeden Fall ein riesengroßes Arsenal. Da hinten direkt irgendwie wohnen. Deswegen hier haben wir zum Glück rundherum nichts. Und nicht unbedingt jemand direkt sein könnte. Aber hier geht es direkt mit den Riesenlöchern schon weiter. Ja? Boah, da hinten ist riesen Lochfraß. Und jetzt da drüber balancieren und dahin zu kommen. Ich weiß es ja nicht. Alter, das ist ja gar nichts mehr. Ich gehe jetzt mal hier in der Mitte, wo noch so ein Träger ist. Weil wie ihr hier seht, da ist schon die Stange rausgebrochen. Aber hier ist auch überall alles voll mit Rost. Klar, Junge, das Ding steht nicht seit gestern hier. Aber irgendwie hat man doch trotzdem ein mulmiges Gefühl. Aber weit ist es eigentlich nicht mehr, Leute.
Ich switch mal gerade die Kamera und schraub euch mal hier fest. Dann seht ihr mich zwar nicht mehr, aber ich habe wenigstens beide Hände frei, wenn was passiert. Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind ganz oben. Wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier und hier bin. Obwohl, es geht noch eins höher. Nee, dann gehen wir noch eins höher. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich überhaupt ein Lost Place Video schneiden soll. Ach du heilige Scheiße, guck mal hier. Das hält gar nicht mehr und wie das ist. Arschdünn und da hinten ist es schon. Gehe ich jetzt da hinten rum? Oh mein Gott. Gehe ich nicht? Keine Ahnung. Falle ich nicht? Ich glaube, ich stehe auch nicht so super, weil ich genau unten drunter bin. Puh. Man kann es sogar noch drehen. Ob das so gut ist, man weiß es nicht. Ich gehe, glaube ich, wieder den Weg zurück. Noch schlimmer. Da ist es komplett durchgefressen. Aber ich glaube, wenn ich hier so am Rand gehe, könnte es klappen. Oh mein Gott, ey. So. Ach du Scheiße, es geht noch eins. Noch eins. Nee, also. Noch her. Leute, bin ich ehrlich, bin ich raus. Das ist mir dann doch überall zu viel gerostet. Man weiß es ja nie, ne? Hält der Boden nicht. Keine Ahnung. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die Kameraperspektive passt. Weil wie gesagt, die GoPro an meinem Körper fest ist. Aber für mich war interessant mal zu sehen, da oben das Rad dreht sich schon wieder vom Wind. Schon Wahnsinn, wie aus Geisterhand. Man könnte jetzt eins, zwei Treppen noch hochgehen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, umso höher ich werde, umso schlimmer wird's. Ja, hier hängt dieses Drahtseil. Das seht ihr ja wahrscheinlich. Und damit konnte man dann wohl da dran drehen und dann konnte man hier die Glocke wohl hoch und runter lassen. Schaut mal, wie tief das ist. Deswegen jetzt wirklich noch eins, zwei Stockwerke höher. Ach, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ist halt die Frage. Wir haben jetzt live, würdet ihr sagen, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich sag mir, besser nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich würde sagen, dafür, dass es das erste Lost Place ist, Leute, lasst uns da nicht noch höher gehen. Die zwei Treppen, da scheißen wir jetzt drauf, weil wir haben ja noch einen Weg bis nach unten. Doch ein mulmiges Gefühl wegen dem ganzen Rost. Deswegen die letzten zwei Treppenaufgänge lassen wir mal lieber. Und das hier unten schon so scheiße aussieht, wer weiß, wie das da oben aussieht, weil da oben kommt natürlich der meiste Regen drauf, bis es hier runterläuft. Hier aufpassen, hier haben Treppenstufen gefehlt. Eine. Welche fehlen, ne? Das soll jetzt nicht heißen, es soll einen abkochen, aber man sieht mal, hier ist die komplette Rinne weg, da hinten ist die Rinne wieder da. Ganz weird. Ich nicht verstehe, warum die ganzen Glasscheiben kaputt sind. Die mussten doch bestimmt alle eingeschmissen worden sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, wieder unten angekommen. Aber die letzten zwei hast du mich nicht getraut, weil da oben ist es zu zerrostet. René lebt auch noch. So, das war ja erstmal Gebäude 1. Jetzt schauen wir uns mal weiter um. So, jetzt bei Adventure René erklärt. Hier von der großen Winde, wo der André gerade drauf war, denke ich mal, wird der Materialschacht gewesen sein. Und der kleine da, weil da geht genau das Gebäude, das etwas kleinere Gebäude. Ist so eine Schaltzentrale, wo, ja, ich denke mal, die Mitarbeiter runtergelassen worden sind. Aber das schauen wir uns noch an.